jetzt geht's ab. Da sollst du mal sehen, jetzt wird gelacht. Jetzt geht's ab. This is the Blue Danube. Thank you. And now, Elton John, Candle in the Wind. Methan beherrscht die Gase seines verdauten Abendessens wie kein zweiter. Wir Wissenschaftler und Kulturfreunde nennen seinen Beruf Flatulenzkünstler. Ich kann Ihnen übrigens versichern, dass Mr. Methane fast geruchsfrei arbeitet. Er erzeugt seine rektalen Disharmonien, indem er Luft durch den Popo einsaugt. Das Verfahren ist eine Yoga-Übung und nennt sich Analinhalation. Ja, ich kann es doch nicht ändern. Nun aber zu unserer Frage. Beim Verdauen sorgen Abermilliarden Bakterien für die Zersetzung der Nahrung. Dabei entstehen die unflätigen Gase, die unseren Körper dann in den unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen verlassen. Aber verlassen eigentlich tatsächlich alle Verdauungsgase den Körper via Hinterausgang, Frau Edichmann? Ach, ich weiß es doch auch nicht. Ich habe mir übrigens erlaubt, mich ein bisschen zu schützen, weil ich so empfindlich bin im Moment. Frage, über welches Körperteil entfleuchten die meisten Darmgase? A, über den Po. B, über den Mund oder C, über die Haut. Cindy. Ich würde spontan einfach C sagen. Ja? Ja, die Haut. Okay. Ja, weil man schwitzt ja auch. Schwitzen ist auch ein bisschen Feuchtigkeit, ein bisschen Luft. Man stinkt auch. Also je nachdem, mancher findet ja angenehm. Ich sag, ja, dann sag Gott, C. Gott, mir ist irgendwie, ich hab, glaube ich, mir ist ja nicht schlecht. Ja, ich sag, riechst du denn? Geht aber was? Noch. Riechst du was? Ich hab ein bisschen was gerochen. Also, da war ein bisschen Weißkohl dabei. C, die Haut? Ich sage C, die Haut. Okay, haben wir so notiert. Matthias? Ich glaube, es ist der Mund, weil man atmet ja so und ich glaube, man atmet dann auch die Darmgase so weg. Dann sagst du Mund so. Und ich sage, geben Sie mal Gas, Herr Boden, wir wollen wissen, wo die Gase rauskommen. Tja, richtig ist Antwort B. Knapp 40 Liter Darmgase produzieren wir täglich. Die größte Menge davon geht durch die Darmwand ins Blut, das fließt zur Lunge und von dort verlässt uns das Gas mit der Atemluft durch den Mund bzw. die Nase. Zwischen den Schinken, also durch den Popo, geht nur sehr wenig. Die normale Pupsrate bei Menschen liegt bei etwa 15 Mal pro Tag.